Sicherheitspolizeigesetz, die Straßenverkehr 1960 und das Telekommunikationsgesetz 2003 geändert werden, 15 der Beilagen, eine Frist bis 19. April zu setzen. Ferner liegt das von 5 Abgeordneten gemäß § 43 Absatz 3 der Geschäftsordnung gestellte Verlangen vor, eine kurze Debatte über diesen Fristsetzungsantrag durchzuführen. Diese Debatte wird um 15 Uhr stattfinden. Weiters darf ich mitteilen, dass die Abgeordneten Steinacker und Stephan beantragt haben, dem Justizausschuss zur Berichterstattung über das Strafprozessänderungsgesetz 2018 inklusive 17 Beilagen eine Frist bis zum 19. April zu setzen. Der gegenständliche Antrag wird gemäß der Geschäftsordnung nach Beendigung der Sitzung zur Abstimmung gebracht. Ich darf bekannt geben, dass der ORF 2 bis 13 Uhr live übertragen wird, ORF 3 die Sitzung in der vollen Länge überträgt, wobei der Teil, der über 1940 hinausgeht, zeitversetzt gesendet wird. Es wurde vorgeschlagen, dass die Debatte über die Punkte 2 und 3, 4 und 5, 7 und 8 sowie 11 bis 13 der Tagesordnung jeweils zusammenzufassen sind. Wird dagegen ein Einwand erhoben? Das ist nicht der Fall. Daher gehen wir in die Tagesordnung ein. Zwischen den Mitgliedern der Präsidialkonferenz wurde Konsens über die Gestaltung und Dauer der Debatten erzielt. Dementsprechend haben wir eine Tagesblockzeit von 8 Wiener Stunden vereinbart. Es ergeben sich daraus folgende Redezeiten: für die ÖVP 148, für die SPÖ und FPÖ jeweils 132, sowie für NEOS und Liste Pilz je 44 Minuten. Hinsichtlich der Redeordnung zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3 besteht zwischen den Mitgliedern der Präsidialkonferenz Einvernehmen über folgende Vorgangsweise. Die Rednerrunden von 1 bis 3 Generaldebatte, ab der Redner- und Rednerinnenrunde 4 nach den Schwerpunktthemen gegliedert nach Familie, Unterricht, Verkehr, Arbeit und Soziales und Umwelt. Im Anschluss sind weitere Wortmeldungen natürlich möglich. Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem Vorschlag zustimmen, um ein diesbezügliches Zeichen. In der Früh schon Bewegung, sehr gut, es ist einstimmig, danke. Wir gelangen nun zum ersten Tagesordnungspunkt, Wahl eines Ordners, einer Ordnerin. Aufgrund des Ausscheidens der Abgeordneten Königsberger Ludwig ist die Wahl eines Ordners vorzunehmen. Der Wahlvorschlag der Sozialdemokratischen Parlamentsfraktion lautet auf Abgeordneten Ingenieur Markus Vogel. Da nur ein Wahlvorschlag vorliegt, werde ich im Sinne des § 87 Absatz 7 in Verbindung mit § 66 Absatz 1 der Geschäftsordnung hierüber nicht mit Stimmzetteln, sondern durch das Erheben von Sitzen abstimmen lassen. Dagegen ein Einwand? Nicht der Fall. Daher gelangen wir zur Wahl. Für den Wahlvorschlag der Sozialdemokratischen Parlamentsfraktion sind um ein Zeichen der Zustimmung ersucht. Darf ich Sie bitten? Dankeschön. Somit ist der Abgeordnete Ingenieur Markus Vogel zum Ordner gewählt. Ich darf Sie, Herr Abgeordneter, fragen, ob Sie die Wahl annehmen. Mit Freuden. Damit ist der Tagesordnungspunkt erledigt. Wir gelangen nun zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3, welche die Debatte unter einem durchgeführt wird. Erste Lesung des Bundesgesetzes über die Bewilligung des Bundesvoranschlags für das Jahr 2018, Bundesfinanzgesetz 18 samt der Beilagen, sowie erste Lesung des Bundesgesetzes über die Bewilligung des Bundesvoranschlags für das Jahr 2019. Bundesfinanzgesetz 2019 samt der Anlagen. Ich darf in die Debatte eingehen.